zu dem Hostnames ist zu sagen, dass wir das nur providen werden, entweder wenn das IPsec-Wavelan genutzt wird oder wenn man im verkabelten Netzwerk ist mit der DHCP-Range, die man momentan über das Wavelan bekommt, machen wir Private IPs, die genannt werden. Wir werden das aber auf jeden Fall für das IPsec-Setup auf die statischen Internet-IPs der 82er-Range ändern. Die ganzen IPs liegen immer im Slash 30, das wird auch beim IPsec-Setup so sein, weil wir dann End-to-End Link Encryption machen können, auch hier von Client to Client. Ja, die grundsätzliche Möglichkeit, die wir über IPsec bieten wollen, ist, dass der Link, den ihr hier über Waveline habt, halt End-to-End encrypted ist. Das heißt, wir bieten euch komplett den Tunnel von eurem Encryption-Logos an, die auch im Netz sind, oder halt über die Gateways in jedes andere Netz auch. Wir werden das Ganze über halt mit Slash 30 machen. Wir haben Triple-S-Encryption-Karten in den Systemen drin. Ich denke, dass wir 4 an der Zahl haben werden. Jedes von den Systemen terminiert 1/22 in jeweils Slash 30. Wir können das Ganze deswegen nur mit Triple-S machen, weil IFN die Kryptokarten für AES leider noch nicht geliefert hat und die erst im Preview- bzw. Beta-Stadium sind. Das heißt, geht leider nur Triple-S, und auch Anfragen, dass wir AES machen, werden von uns dann abgewiesen, weil uns unsere Kisten dann platt gehen würden wahrscheinlich. Mit den Triple-S-Karten fahren die so ungefähr bei 12 Megabit, 12 MB die Sekunde bei ungefähr 15% CPU-Belastung, das ist halt machbar. Ja, wir werden das Setup so machen, dass wenn wir den Vollausbau erreichen werden, wo wir halt momentan gucken, dass wir den Verteilungs-Webserver an den Start kriegen, dass ihr eure Mailadresse an uns weitergeben könnt. Die könnt ihr natürlich auch ändern, sodass von euch überhaupt gar keine persönlichen Daten oder von eurer Hardware persönliche Daten in irgendeiner Art und Weise bei uns auf Rechnern liegen. Das ist auch die einzige Sache, die wir von euch benötigen. Dann werdet ihr von uns mit einer IP in einem Slash 30 provided, bekommt von uns die Gateway-IP, auf die ihr euch per IPsec connecten könnt. Ihr bekommt in einem Paket für das Betriebssystem eurer Wahl, außer wenn es jetzt irgendwie Windows-nativ ist oder sowas, bekommt ihr halt irgendwie ein IPsec-How-To mitgeliefert. Dann bekommt ihr in verschiedenen Formaten, einmal PKCS12, einmal in PEM gepackte X509-Zertifikate, mit denen ihr euch authentifizieren könnt gegenüber dem IPsec-Gateway, und ihr bekommt ein Public- und ein Private SSH-Key. Die sind dafür da, dass wir den Port vom IPsec-System selber auf Port 500 UDP erst dann freischalten werden, wenn ihr euch mit SSH über die von uns mit eurer Mac statisch verlinkte IP-Adresse eingeloggt habt per AufPF. Dann könnt ihr den Tunnel nutzen, und das machen wir halt deswegen, weil wir den Port vom EtherKPMG halt ungern irgendwie Leuten zur Verfügung stellen wollen, die nicht im Waveline IPsec sind. Ja. Ja, also grundsätzlich gibt es die Möglichkeit für alle, das Waveline halt ohne IPsec zu nutzen. Das gibt da halt einen Feature dieser AP Access Points, da müsst ihr, also ihr kriegt DHCP und dann müsst ihr HTTP-Request auf die Gateway-Adresse machen. Dann wird eure Seite angezeigt und werdet dann freigegeben für eure Adresse. Die wird genattet, das ist irgendeine 42er-Adresse. Wenn ihr echte Unique IPs haben, also Adresses haben wollt auf dem Waveline, müsst ihr halt IPsec benutzen in dem Fall. Das machen wir halt nicht nur zum Spaß, vielleicht auch ein bisschen, um zu gucken, ob das funktioniert. Aber ist halt, Wireless ist halt ein Sicherheitsproblem, das wissen wir alle. Und wenn nicht hier, wo kriegt man sonst irgendwie vielleicht die Möglichkeit, das mal im größeren Rahmen auszuprobieren, wie das mit dem IPsec funktioniert. Das Setup ist so, wir haben diese 5 IPsec-Gateways, die jeweils für 4 Class-10, also für 1.22 zuständig sind, auf die ihr dann terminiert.
Die X509-Zertifikate, die sind von uns vorgeneriert worden, sind also voll anonym sozusagen. Da hat die User eine Nummer, da sind keine persönlichen Daten drin. Die MAC-Adresse, wenn wir oft in dem Webinterface, was wir zur Verfügung stellen werden, zum Download für die Zertifikate für die Keys und wo ihr dann eure MAC-Adresse angeben müsst. Wenn ihr die MAC-Adresse vielleicht ändern wollt vorher, das solltet ihr euch überlegen, weil im Zweifelsfall halt genau das der einzige Punkt ist, der eine mehr oder weniger eindeutige Zuordnung zulässt von einer IP-Adresse, die ihr verwendet habt, zu einer Karte. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn ihr das nicht möchtet, ändert die MAC-Adresse eurer Karte vorher, gebt die MAC-Adresse an und werft die hinterher weg. Ansonsten, Logging machen wir keins, also keine Verbindungsaufbauten etc. pp. Also dass nutzerbezogene Daten an der Stelle bei uns nicht anfallen. Das mit der MAC-Adresse ist nicht nur Schikane, irgendwie, wenn es sich vielleicht so ein bisschen so anhört, das ist vor allem dazu, dass wir zum einen viele zusätzliches Token haben, um die Nutzer zu authentifizieren, was nicht wehtut, was halt jeder immer dabei hat. Zum anderen verhindert es für euch halt auch effektiv, dass jemand mit euch angemeldet war, nach dem Ausruf hinterher, weil wir eure MAC-Adresse direkt static im Gateway eintragen können und es von daher dann klar ist, dass niemand irgendeine andere MAC-Adresse eurer IP-Adresse nimmt. Die MAC-Adressen der IPsec-Gateways, die IP-Adressen der IPsec-Gateways und die Fingerprint der Host-Public-Keys für diese Gateways, also der SSH-Public-Keys, die müsste vorher in SSH-Manus, die werden wir vorher noch, wenn wir anfangen, die Zertifikate auszugeben, was irgendwann heute sein wird, dann werden wir die mit auf den Seiten publizieren, sodass ihr die auch gleich habt und auch gleich static bei euch setzen könnt. So, Software-Konfigurationen, also Templates für Konfigurationen haben wir für ISAC-AMP, die Raccoon, Linux mit FreeSMAN 2.6, Windows mit dem SSH-Sentinel, den wir in einer Trial-Version zur Verfügung stellen. Wenn jemand das native machen möchte, kann er gerne vorbeikommen und das mit uns gemeinsam versuchen zu klicken. Allerdings haben wir es nicht geschafft, in einfache zusammenhängende Beschreibungen mit dieses Windows Native Interface zum IP-Sicherheitsrecht in der zur Verfügung zu stellen. Im Endeffekt ist halt für euer OS, was ihr da halt benutzen wollt, eminent wichtig, dass ihr halt die IPsec-Unterstützung habt, dass ihr halt wisst, wie ihr mit dem SSH Client umgehen könnt. Und es gibt halt noch so ein paar wichtige Sachen irgendwie zu setzen. Die Configs, die wir providen werden, haben eine relativ kurze Rekeying-Time bei beiden Phasen, weil wir die Authentifizierung bei den Ports über SSH machen wollen. Es ist halt so, dass wenn der SSH-Tunnel stirbt, der IPsec-Tunnel mitstirbt, weil die Ports geschlossen werden und der Tunnel für den Gateway quasi nicht abgebaut worden ist. Das heißt, er schickt für die Zeit minus die abgestrichene Zeit noch Pakete in den Tunnel und wird es halt so lange tun, bis er rekeyen muss und der Peer nicht mehr erreichbar ist. Deswegen, wenn wir die Rekeying-Zeiten ziemlich kurz machen, also so, dass halt irgendwie so bei 5 Minuten ist, das heißt, wenn eure SSH-Session irgendwie durch ein ungeschicktes Bedienen des Keyboards sterben sollte oder durch sonst irgendwelche Umstände, dann müsst ihr einfach 5 Minuten warten, dann kann man den Tunnel dann wieder aufbauen. Das werden wir bei den Configs, die wir verteilen, bedenken, sodass es halt irgendwie abgestimmt auf die Gateways ist. Wir werden dafür BSD 3.4 Current benutzen mit einem ISAC-AMP als Gateway, weil die Unterstützung halt für die Kryptokarten irgendwie direkt so frei raus mitliefern. Und ja, wir werden mal sehen, wie das Ganze, also wir werden nur wollen, wie das Ganze halt irgendwie performt. Das sind so Pentium 3 ein
ja, ganz wichtig vielleicht an die Leute, wir sind natürlich gerne bereit, euch zu unterstützen in Sachen IP-Sec-Konfiguration, wenn es da Probleme gibt. Wir haben unten im Hackcenter so eine Art Infotresen, wo theoretisch meist jemand sein müsste, der irgendwie sich damit auskennt, wenn da niemand ist. Dann könnt ihr auch hochkommen zum NOC und gucken, ob wir dort irgendwie vielleicht einen anderen Ansprechpartner noch haben. Das können wir bloß nicht für alle machen, zumindest nicht irgendwie für alle nacheinander. Das heißt, wenn ihr in eurer Umgebung irgendwie Leute seht, die in ihrer IPsec-Konfiguration verzweifeln, die haben den Eindruck, dass ihr das schon mal irgendwie gemacht habt, wenn es um uns geht, dann wäre es super cool, wenn ihr denen dann irgendwie selber helfen würdet, wenn ihr denen helfen würdet, wie das Wissen weitervermittelt wird. Das ist an der Stelle jetzt wichtig, weil wir in der 2000 Seiten da stehen haben, das war jetzt der Kongress vorbei, das ist ein Projekt durch. Tja, das ist im Prinzip das, was es zum IPsec zu sagen gibt. Und bleibt auch eigentlich nicht mehr so richtig viel. Und vielleicht noch ein paar organisatorische Dinge. Wir haben dieses Mal nicht wie auf dem Camp die Möglichkeit, großartig Server bei uns runterzustellen. Wenn ihr welche habt, die irgendwie Gigabit angebunden sind, das heißt schon, das Problem ist bloß, wir haben keine Gigabit-Hufer-Interfaces, das heißt, wenn ihr irgendwelche Server-Data Bogenhausen wollt, Gigabit-Anbindung brauchen wir ein Glas-Interface, gegeben für sich. Aber ich denke, das wird im Zweifelsfall, ja, einmal sehen. Ansonsten gibt es die Anlaufstelle im Hackcenter unten, halt nicht nur für IPsec, sondern auch für alle möglichen anderen Problemchen. Ich fände es auch sehr schön, wenn es dieses Jahr vielleicht irgendwie auch so sein könnte, dass wenn Probleme auftauchen, dass wenn ihr den Eindruck habt, das Netz geht nicht, dass ihr euch dann relativ zeitnah meldet und nicht am Ende des Kongresses sagt, das Netz geht nicht. Das war die letzten Jahre so, dass alle irgendwie einfach akzeptiert und toleriert haben. Und gegen Ende dann irgendwann rauskam da hinten in der Ecke der Internetnetzwerke gar nicht. Das würden wir gerne vermeiden dieses Jahr. Das heißt, da unten ist euer Ansprechpartnerpunkt, euer Anlaufpunkt. Wenn da niemand ist, im Zweifelsfall dort oben, wo da auch da war, wo die Tür und das Licht ist, kommt vorbei und beschwert euch gleich. Wir werden heute im Laufe des Tages im Wiki noch das ein oder andere Topic publizieren. Zum IP-Sec und allem, was dazugehört, wie das Ganze geht, etc. IP, das heißt, im Blick auf Wiki, CCC, die eben sehen, das Kongress 2003 Web, lohnt sich, haben wir gelegentlich mal reinzugucken, ob es noch Informationen gibt. Im Laufe des Nachmittags wird es da halt die Hausanleitung geben, was wie und so weiter und so fort. Habt ihr akute Fragen, Probleme, was wir jetzt klären sollten können? Der Infotresen für noch ein Netzbetrieb. Der ist im Hackcenter, wenn von hier von vorne gesagt, wenn du reingehst und zum Aufzug guckst, dann ist der so rechts neben dem Aufzug. Die ganzen Sachen wie X509-Zertifikat und so weiter, die kommen dann im Laufe des Tages und das stellen wir hier. Ja, die X509-Zertifikate sind generiert. Wir haben jetzt mal angenommen, dass wir erstmal nicht mehr als 1280 Leute mit IPsec versorgen wollen. Und wenn doch, dann müssen wir nochmal ein Skript starten. Die gibt es auf dem Wiki, die wird es zum Download geben. Wie gesagt, da wird es einen Webserver geben und es wird C++
Zettel geben mit irgendwelchen Zertifikaten, die als Passwort verwendet. Das heißt, wir generieren noch einen Satz Usernamen Passwort-Kombination. Hier könnt ihr einfach einen Zettel abholen, da steht dann ein Username, ein Passwort drauf. Das benutzt ihr dann, um euch bei diesem Webinterface anzumelden. Das Webinterface packt euch noch eure MAC-Adresse. Einmal Copy und Paste. Und dann kriegt ihr ausgeliefert die Zertifikate, die Keys und die Autos gibt es sowieso zum Klicken. Also es wird dann im Wiki stehen, unter welcher URL es gibt. Da geht hier noch einer.